Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren super leichten Achievement Guide, heute mit Jack and Hat. Das Spiel gibt's für die PS4, PS5 und für die Xbox One für 8 Euro und das ist ziemlich teuer dafür, dass es so ein kurzes Indie-Game ist. Und es ist auch für die PlayStation nicht Cross-Buy, also ihr müsstet dann beide Versionen kaufen, also für 16 Euro, damit ihr doppelt Platin habt. Naja, wir fangen jetzt direkt einfach mal an. Wir starten ein neues Spiel und wählen den modernen Modus, weil wir da unendlich viele Leben haben, was natürlich ein Vorteil ist. Dann gibt es ein paar Zwischensequenzen, die können wir wegdrücken, indem wir X bzw. A ganz schnell drücken. Und dann sind wir hier im Spiel nach einem kurzen Gespräch mit einem Kaninchen. Und dann holen wir uns die Trophäe Beam Me Up Expo. Dazu gehen wir auf das erste Level, drücken nach oben, um das Level zu betreten. Dann drücken wir auf Start und dann Stufe beenden und gehen wieder aus dem Level raus. Dann gehen wir wieder rein und machen das gleiche so lange, bis wir die Trophäe eben haben. Und das sind schon 8% der kompletten Trophäen und das ist einfach schade. Ja, aber dafür ist das Spiel sehr witzig. Es ist im Super Mario-Stil und es ist auch ganz einfach, hier Platin zu holen. Insgesamt gibt es 4 Welten, die müssen wir alle durchschaffen. In jeder Welt gibt es einen blauen Kristall, den wir einsammeln müssen. Und dann müssen wir noch 100 Diamanten einsammeln. Das ist automatisch. Ihr müsst einfach so viel einsammeln, wie ihr könnt, damit ihr das schnell erledigt habt. Dann müssen wir 100 Blöcke kaputt machen. Das ist auch sehr einfach und geht ganz schnell. Und dann gibt es noch Trophäen für 5-mal sterben, 25-mal springen, einmal eine Medizin benutzen. Das macht ihr, indem ihr die Medizin erstmal einsammelt. Das ist eine Flasche mit einem Herz. Dann drückt ihr L1 oder LB und dann benutzt ihr sie und dann bekommt ihr schon das Achievement. Dann müsst ihr Gegner töten, also 5 Feinde insgesamt mit dem Hut töten. Den könnt ihr werfen mit Viereck oder X. Oder ihr springt auf die Gegner, da müsst ihr auch 5 töten in diesem Stil, also 5-mal auf ihren Kopf springen wie in Super Mario. Dann gibt es auch in den Levels überall so Hinweisschilder, davon müsst ihr 3 gelesen haben. Und ihr müsst dann auch noch den letzten Boss erreichen, ihr müsst ihn gar nicht töten. Also nachdem ihr die 4 Welten mit allen Kristallen beendet habt, dann geht ihr in die Mitte des Bildes. Und dann drückt ihr nach oben und dann kommt ihr ins Boss-Level und habt schon die Trophäe, beziehungsweise auch Platin oder 1000 Gamerscore, ohne dass ihr überhaupt gegen den Boss gekämpft habt. Ihr seht jetzt gleich einen kompletten Walkthrough, damit ihr auch genau sehen könnt, wo diese Kristalle sind, aber die kann man wirklich nicht verfehlen. Es ist wirklich sehr einfach. Also das war's auch schon mit dem Guide, mehr gibt's eigentlich gar nicht zu sagen und ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Gerne könnt ihr mir Feedback hinterlassen und wir sehen uns dann im nächsten Guide wieder. Haut rein und bis bald, Leute!
Yeah.
Wenn euch das gefallen hat, dann schaut gerne in meine anderen Videos vorbei. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Danke fürs Zuschauen, Leute.